IE18. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Saw. Das letzte Mal haben wir angefangen, die... Oh, ich übersteuere schon hier original beim Reden. Das ist ja voll schlimm. haben wir schon angefangen, die ersten Puzzleteile zu sammeln, um Oswald McGillicuddy zu retten. Dem Reporter, der über den Jigsaw-Killer berichtet hat. Der hat sich, glaube ich, weniger Freunde gemacht, als er mit den Berichten von Detective... Also Detective Tapp sein Leben ein bisschen versaut hat und auch ihn als den Jigsaw-Killer darstellen wollte. Das fand der weniger cool. So, und jetzt müssen wir hier das nächste Rätsel machen. Wir sehen hier Zahlen und wir müssen gucken, dass wir es so beleuchten, dass irgendwie die richtigen zu sehen sind. Irgendwie sowas war das. Ich schalte einfach mal alles an. Alles ist nie verkehrt. Also ich mag ja auch eigentlich die Rätsel hier brutal. Die gefallen mir extrem gut. Ich dachte auch gerade, ja, ohne Taschenlampe ist so ein bisschen von Vorteil. Ah, die Tür beleuchtet. Clever, clever. Kann ich denn hier noch mehr machen als nur... Oh! Okay. Now you can see that the truth is revealed when we cast light upon it. Secrets fester in the dark. This is a trial of your pain as well as his. Slander is not an easy thing to face. Okay, das war wiederum einfach. Ich habe mich da damals so schwer getan an den Rätseln. Und jetzt verstehe ich es nicht, warum. Hä? Vor allem jetzt das Rätsel in der letzten Folge. Mit den Tieren und dem Eis und dem Ganzen. So, die Hydrotherapie. Als Teil unserer Reizforschung wurden die Badezimmer in Whitehurst mit Kalt- und Heißwasser ausgestattet. Gar nicht mal so schlecht. Werden Patienten mit kaltem Wasser besprüht, gehen sie in einer hypothermischen Zustand über in ein, ja. Laut unserer Theorien haben Patienten mit diversen hyperaktiven Störungen eine größere Kontrolle über sich, wenn sie in einem derartigen Zustand sind. Okay. Wir führen auch gegenteilige Tests durch und simulierten Patienten mit heißem Wasser. Stimulierten, ja. Um herauszufinden, ob ähnliche Ergebnisse zu erzielen sind. Allerdings lassen sich die entstehenden Hautschäden viel schwerer vor ihrer Familie und Freunden verbergen. Ja, ist auch nicht ganz so nett, Leute, andere Leute mit heißem Wasser zu besprühen. Ich meine, es so, als würde ich dir nur Ohrfeige verpassen und sagen, ich wollte nur mal gucken, wie du drauf reagierst. Den, als ich gestreichelt hatte, hat es weniger gestört als das Testsubjekt mit der Ohrfeige. Ich habe alle Zeit der Welt, ich habe alle Zeit der Welt, ich habe alle Zeit der Welt. Gut. Weil ich eine wunderschöne Ballerina bin. Ja. So. Dann entriegeln wir mal und gehen weiter. Weiter im Text und so. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sind hier unten und wir müssen irgendwo uns nirgendwo. Gut. Frage beantwortet. Ich will wissen, was da hinten ist. Okay, es hat sich beantwortet. Cool. Oh. Das war weniger schön. Ach, das kriege ich hin. Ich muss nur gucken, welche Ventile außen passen. Ja, die da. Dann die nächsten. Ja, super.
Warte, warte. Es nicht sterben. Noch nicht sterben. Noch nicht sterben. Noch nicht sterben. Genau. Du überlebst es. Du schaffst das. Detective Tap. Ja, ganz ruhig, gleich haben wir es doch. So. Na also, wer will hier gleich sterben? So eine Heususe. Ja, Mann, Mann, Mann. Ich meine, hey, es war jetzt halb so wild wie der Tiger von Roy. Ja. Okay. Mal gucken, wer das jetzt wohl kennt schon. Ich frag mich jetzt nur, was das gebracht hat. Ich habe keine Ahnung. Und wenn wir hier abstürzen, sind wir, glaube ich, so ein bisschen tot. So ein bisschen. Ey, Stoß aus 10 Meter. Das überstehst du noch locker. Rollst dich einmal ab und gut ist. Ich sitze in der Falle. Wie kommst du denn darauf? Ich meine, von da bin ich gekommen. Und hab noch die Möglichkeit, hier reinzugehen? Ins Nichts. Und wie können wir die Treppe hochgehen? Treppe hoch klingt ganz gut. Ja doch, so machen wir das. Also das ist hier, muss ich auch sagen, immer so ein bisschen teilweise vorprogrammiert, dass man rumirrt. Und ah, okay, hier sind wir richtig. Das könnten sie auch mal reparieren. Ich meine, ja, hier werden Leute gequält, also ein bisschen Luxus wäre doch gar nicht so schlecht. Wobei, hey, privater Springbrunnen, also mehr Luxus ist doch gar nicht. Da kann man sogar, da kann man sich sogar noch den Silberlöffel dazu vorstellen, um das alles zu vollenden. Oh, nee. Nein, nein. Ich schaff das. Ich hab alle Zeit der Welt, 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 ich hab alle Zeit der Welt. Und Leute, würdet ihr im realen Leben auch so stockweise rüberlaufen? Schreibt's doch in die Kommentare. So. Das noch. Und wir haben wieder volle Spritzen. Ist das schön. Ach ja. Kein Tag ohne eine Spritze. Ich hab alle Zeit der Welt, ich hab alle Zeit der Welt. Ich habe alle Zeit der Welt, ich habe alle Zeit der Welt. So, passt. Sehr gut. Okay, 206, oder? Jo. Also, Zahlen merken kann ich mir noch. Oh, das ist so einer. Und wegrennen, 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 wegrennen. So, jetzt müssen wir nur warten, bis... Es ist ein hitziges Blut gewesen, was... Ja. Für den Brandmacher sorgte. So. Die verriegel ich besser mal, sonst kommt da noch einer hinterher gescheißert. So wie die meisten eben sind. Ah, was haben wir denn da? Kann ich das erkennen? Ah, Novemberplan. Okay. Ah, ein Elefant! Bambi! Bambi! Hey! Na du! Sag bloß, da ist nochmal ein Schrank mit Spritzen. Ah, interessant, ein Medikamentenschrank bei Kindern. Ich sehe schon, hier wird ganz vorbildlich gehandelt. Okay, 2 von 2 Puzzleteilen. Cool.
muss wieder entriegeln. So. Warst du vorher schon offen? Kehren Sie die Puzzleteile zum Falldingens-Eingang zurück. Oh, ich will da nicht rüber. Ich kenne mich. Ich stürze jetzt ab und dann habe ich irgendwo ein Autosave von vor 10 Stunden und so. Genau. So läuft das doch für gewöhnlich. Es geht ja nichts über gutes altes. Das gute alte Afraid of Monsters. Wo ich die Schnellspeichertaste mal eben mesh wie ein Blöder. So. Aber nein, das sieht doch ganz gut aus. Ich muss auch sagen, größtenteils sind die Autosaves hier recht fair. Es gibt nur hin und wieder mal so ein, zwei Stellen, wo es schon arg unfair wird. Ich glaube, der Anti-Homophobe. Ich glaube, die blödste Stelle, die hatte ich auch schon. Wo der Autosave echt so bescheiden gestellt ist und dann noch mit diesen Instant-Kill-Fallen, dass es halt echt nicht mehr feierlich ist. I've never killed anyone, Oswald. I gave them a chance, which is more than what you gave, Detective Tapp. Tell me, why did you condemn a man with your words that did nothing to you? He did. He wouldn't give me access, info on the jigsaw. I mean, you. He tried to shut me down. Me. I'll back down for nobody. Never have, never will. Unless the good detective doesn't hurry. We will see how flexible you are. Yeah. Oh, nicht schon wieder. So, Ventil haben wir. Das ist gut. So, wie immer. Gucken. Das ist eigentlich auch die beste Strategie. Schauen, wo führen zwei Rohre ins Innere. Und ich glaube, jetzt habe ich es gerade verkackt. Ich sollte die Gesundheit trotzdem im Auge behalten. Das sieht gut aus. Oder auch nicht. Hallo. Nimm mal eine Spritze. Nimm mal eine Spritze. Danke. So, nochmal. Das sieht soweit gut aus. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm, dumm. So, dann. Ja. Hey, no problem, Leute. No problem. Nehme ich sogar auch die Bandage. Einfach nur, weil wir es ja haben. Ich muss schon sagen, ich bin so ein echter Gesundheitssnob hier. Wow, ich hätte sogar noch eine Spritze übrig gehabt. Boah. Und noch eine. Und noch eine Wasserflasche. Alter Schwede. Wir werden hier ausgerüstet. Das ist echt nicht mehr feierlich. Mann, oh Mann. Den Raum muss ich mir einfach merken. Ja, muss ich. Dunkelheit ist dunkel. Okay. Was? Was zur Hölle geht jetzt ab? Erstmal, wieso komme ich da nicht mehr rein? Was soll der Scheiß? Puzzle, Fallentür, was? What the fuck, welches Puzzle? Oh, das war das. Okay, da kommt der hier hin. Da kommt der hier hin. Das ist nur der kleine Jigsaw. Daran erinnere ich mich noch. Auf seinem kleinen, coolen Bike.
dass wir so ein bisschen zusammenbauen müssen. Ich weiß nur nicht ganz, wo der Rand ist. Aber das kriegen wir schon noch hin. Ich meine, hey, hier kommt der Rätselmeister hoch 10, also. Guck, das sieht schon ungefähr danach so gar nicht aus. Na doch, kommt hier um. Wo ist die Hand? Ich hatte sie gerade eben doch irgendwo. Irgendwo war sie. Ich erinnere mich ganz genau daran. Du, 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 du. Mensch, wie das wohl ist, so sich selber beim Spielen zuzugucken. Ich sollte es echt öfters mal machen. So als Lernmaßnahme. So, hey Zero, das geht aber gar nicht, was du da machst. Guckst du dein Zeugs überhaupt selber an? Ja klar, so alle 10 Jahrhunderte mal. 10 Jahrhunderte? So lange lebe ich doch nicht mal. Ach, Gott. Ich meine, manchmal wäre ich froh, wenn ich ein Jahrhundert überlebe. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Das habe ich ganz genau gesehen, Kleiner. Aber sowas von. Oh, das läuft eigentlich soweit ganz gut. Wenn ich jetzt weniger verpeilt bin und auch mal anfangen, ganze Zusammenhänge zu erkennen, dann ja. Und jetzt. Ja, wie war das gerade mit? Das läuft eigentlich ganz gut. Zusammenhänge erkennen und so. So, das kommt dahin. Na, also, das ist schon fast die ganze Puppe. Das Teil hatte ich doch vor. Teil, hallo. Ja, du kommst dahin. Und du kommst da unten hin. Du kommst dahin und du dahin. Wow. Puzzle gelöst. So. Und das machen wir in der nächsten Folge von Saw. Nachdem wir hier ganz fleißig Puzzle gelöst haben. Tja. Ich hab das Let's Play nicht so weit gefallen, wenn ja, Button nach oben, Daumen und ja, ihr wisst ja. Grüße, euer Hedgehog.